Kapitel 5 Die Beute der Raben. Lukas? Ja? Was hat er in seinem Blut? Es gibt eine uralte Geschichte. Sie handelt von der Prima Macula. Die Alchemisten sagen, sie sei das erste Übel und dass sie verborgen im Blut mancher Familien lauert. Doch etwas geschah. Das große Erwachen. Und die Macula regte sich in Hugos Blut. Aber was wird sie mit ihm tun? Für die Macula gibt es weder Gut noch Böse. Sie entwickelt sich mit ihrem Wirt. Und sie verändert Dinge. Die Welt. Weißt du, deine Mutter und Laurentius wollten deinem Bruder helfen. Sie haben versagt. Nein, ihnen blieb nur nicht genügend Zeit. Wir sind da. Hugo, wach auf. Komm, Hugo, ab hier laufen wir. Dann wird dir wieder warm. Wenn wir dem Aquädukt folgen, sollten wir vor Sonnenuntergang beim Château d'Ombrage sein. Was ist das für ein Geräusch? Ach, das sind nur die Frösche, Hugo. Frösche! Scheint ihm besser zu gehen. Hoffentlich Frösche. Bleibt das auch so. Und damit willkommen zurück zu unserem kleinen Kammerjäger-Simulator 2019. Ach, da liegt noch was. Schauen wir mal, dass wir... Ich komme nicht zu dir! Achso, du gehörst jetzt auch noch dazu. Das heißt, ich kann mich verstecken. Ach, jetzt hast du es kapiert. Okay. Wo ist dann eigentlich Hugo? Da hinten steht er. Spielt mit den Fröschen. Warum nicht, sind das keine Pestfrösche? Lass dich nicht beißen. Ist dir nicht kalt? Ja, ein bisschen schon. Hugo scheint es nichts auszumachen. Wenigstens wird ihm so nicht kalt. Ja, aber er sollte näher bei uns bleiben. Ja, sollte er, der kleine Rotzbengel. Hey. Hugo! Wie so schnell? Wo willst du hin? Herrgott. Gut. Hugo! Ist er denn jetzt schon wieder hin? Ach, das ist doch... Hugo? Hallo? Hey, oh. Sieg! Ein englischer Schild. Wo hast du den her? Er lag da drüben auf der Erde. Hör zu, Hugo. Leg ihn weg. Das ist nichts für Kinder. Ah, Spielverderberin. Los, weiter. Jetzt gebe ich ihm einmal recht. Siehst du das? Wie das stinkt. Ja, fürchterlich. Tja, ich würde sagen... Wobei, nee. Lag da drüben auf der Erde. Lag da zufällig ein Skelett da drunter? Wo ist er jetzt eigentlich schon wieder hin? Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Das gibt's doch gar nicht. Mal eine Sekunde nicht hin. Hugo, du! Zappel Philipp, komm her! Zappel Hugo, komm her! Wer denn? Erstmal eins. Hier? Hugo!
Hugo! Amicia, Lukas, komm schnell her! Da geradeaus irgendwo. Komme! Ah ja, sehr schön. Oh mein Gott, sind sie alle tot? Nein, die schlafen wohl. Wir können nicht weiter. Amicia, wir müssen dem Aquädukt folgen. Erquere das Schlachtfeld. Na, dann toi toi toi. Oh mein Gott. Amicia, müssen wir über sie drüber laufen? Ja, Hugo. Wir haben keine Wahl. Na dann. Entschuldigung. Ob wir ihm wehtun? Geh einfach weiter, Hugo. Los. Wenn du jetzt nicht hörst, dann lasse ich dich da an den Leichen einfach stehen. Hallo, Rabe. Wir sollten nicht hier sein. Dieser Gestank. Kaum auszuhalten. Mir ist schlecht. Nicht hinsehen. Konzentrier dich auf das Aquädukt. Aquädukt. Ja, da, Aquädukt. Fackeln, da kommen bestimmt gleich wieder Ratten. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Nee, das sieht nicht aus, als würde es leben. Das sieht aus. Nee. Da gehen wir nie hin. Das ist kein Pferd mehr, das ist eine Riesenratte. Kann ich da durch? Gott sei Dank. Ach du Scheiße. Die Ratten, bleib weg von ihnen! Amicia, wir sind überall! Ah, verdammt, nein! warum habe ich das geahnt? So, ja, Pferd. Das Pferd. Lukas? Ich weiß es nicht. Ich weiß es aber. Ich glaube, wir sollten erstmal hier vielleicht ein bisschen was herstellen. Nur so zur Sicherheit. Und das vielleicht auch mal auswählen. Wenn ich schon dabei bin. Das schon mal entzünden. Nur so. Ah, genau, das halt. Oh nein, die Ratten. Bleibt weg von ihnen. Amicia, sie sind überall. Hunderte von ihnen. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, gut, dass ich vorgesorgt habe. Los, lauf! Leute, das sind keine Soldaten. Lass uns abhauen. Was haben sie da gemacht? Das waren Plünderer. Sie wollen Sachen stehlen. Aber warum? Wahrscheinlich, um zu überleben. Genau wie wir. Ey, nicht beißen. Diese kleinen Viecher. Oh, da können wir was machen. Ja. Na, komm. So, komm, wir spannen das Ding mal. Kannst du mir zur Hand gehen? In Ordnung. Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Hugo, hör zu, du musst das erledigen. Ja, ja. Sei vorsichtig. Ja, ich hab's geschafft. Gut, jetzt komm zurück. Hier, bitte. Au, meine Arme. Sie sind wie gelähmt. Ah, du Weichei. Da kommt mal her, den Stock. Gut gemacht, ihr beiden. Das sollten wir nach Möglichkeit auf Anhieb schaffen.
Das sieht ein bisschen blöder aus, wenn wir aber hier brennen müssen, um einen neuen Stoff zu holen. Hey, was war das? Wer ist da? Duckt euch ins Gras, schnell, er darf uns nicht sehen. Amicia, seine Laterne. Ich. Alles klar. Er kommt. Was habe ich da? Oh nein. Oh Gott. Das ist furchtbar. Aber es hat funktioniert. Ja, die Laterne hätten wir gebrauchen können. Kommt vorbei, so schnell wie möglich. Belagerungstürme. Was ist denn hier für ein... Zu viele Ratten. Wir sitzen fest. Noch. Jetzt ist mir das Zeug ausgegangen. Wir können ja noch einen herstellen. Wir können noch 6 herstellen. Noch mal ein paar. In den Turm. Da ist Licht. Ah, das reicht nicht. Ne? Also in den Turm. Ah ja. Okay, das brauche ich müssen wir mit einem Stein machen. Alles so. Wenn das nicht die verdammten Langfinger sind. Die haben noch Zeug. Gib mal her. Und dann gucken wir mal, ob wir es aufrüsten können. Leider nein. Der wäre der nächste. Was fehlt? Ach, da fehlt es. Da fehlt der Alkohol. Na, den brauchen wir auch ständig auf für diese blöde Ingifer. Wie hieß das Ding? Ignifer. Wir gehen jetzt aber erstmal. Achso, das geht wieder. Ich kann jetzt ablegen. Wie kann ich das ablegen? Gar nicht. Bleibt hier. Ich warte, die Luft ist rein. Ich folge dir. Will den Stopp nicht mehr. Kann ich den ablegen? Nein. Da vielleicht? Nee. Das heißt, ich müsste den einmal kurz anbrennen, damit er nicht abfliegen kann. Weil ich möchte jetzt mal hochgucken. Na komm, jetzt geh schon aus. Ah! So. Kletter hoch! Gut! Noch ein paar Materialien, aber kein Alkohol. Wo sollen wir lang gehen? Sie sind überall! Folge mir! Ja, gewiss! Gewiss, Voldemort. Jetzt nehmen wir das Stück hier mit. Weil hier haben wir. Achso, jetzt kann ich wieder nicht. Doch, da. Nee, das brauchen wir Alkohol für. Die anderen gehen auch nicht. Schade, schade, schade. Jetzt kann ich hier sogar anzünden. Ja. Na dann. So, ja, dann haben wir wieder einen schönen Wagen. Jetzt sind wir zu dritt zum Schieben. Sehr schön. Wir müssen schieben. Ich helfe mit. Pass auf, verbrenn dich nicht. Mit. Wir machen zu viel Lärm. Sie werden uns entdecken. Was ist da drüben wieder los, Belga? Wer hat euch geschaut? Tschüss. Hilf mir beim Schieben. Ja, gewiss. Können wir jetzt aber drüber schieben? Ja, könnte keine große Frage. Oh.
Träger stecken im Schlamm fest. Wir müssen ihn stehen lassen. Ich habe ihn da jetzt nicht reingedreht, drückt. Irgendwer hat auf der rechten Seite ein bisschen dünner geschoben. Halt ihn fest! Ist ja widerlich. Komm schon, ich will bloß an seine Zähne ran. Schon klar, aber... Was? Wir müssen unter dem Aquädukt durch, Amicia. Aber die Ratten sind überall. Shh, wir finden eine Lösung. Da drüben, eine Fackel. Wenn ich alleine gehe, habe ich vielleicht eine Chance. Okay, wir sollen die Fackel klauen. Es bewegt sich kein Stück. Soll ich's mal versuchen? Nicht zu fassen. Diese verfluchten Drecksviecher. Die liegen ihr hier habt nichts Besseres zu tun, als euch auf die nächste Leiche zu stürzen. Wenn wir jetzt mal den Stock klauen, ist das super. Achso, jetzt ist ich wollte ja alleine gehen. Dafür die ganze Mühe? Was machst du jetzt damit? Muss ich mir noch überlegen. Hat gerade Lukas gekillt. Ah ne, der ist wieder da. Nee, da ist er. Genau. Das war jetzt etwas... Na gut, gehen wir mal durch. Stimmt, sie sagt ja auch, wenn sie alleine geht. Ich hätte die Leute vielleicht auch da lassen sollen. Entschuldigung! Fehlt ein Bein? Nee, alles noch dran. Alles gut. Wir klettern da hoch. Ja! Ja, können wir die Fackel einfach wieder mitnehmen? Ja, diesmal geht's nicht. Oh. Hugo, du zuerst. Na gut, kein Luchs. Ja, das war im Mittelalter noch nicht so. Da konnte man nicht einfach nochmal runtergreifen und was holen. Das war da noch nicht erfunden. Die haben ja Stöcke im Bauch. Zieh nicht hin. Versuch alles um dich herum zu ignorieren, Hugo. So, dann müssen wir wieder so ablenken. Oh, vielleicht nicht damit, sondern vielleicht ein paar Steinchen runterschießen. Oh, zack. Oh, zack. Amicia, der Turm. Ja, wir können hier nicht bleiben. Ja, warum? Ist doch gemütlich. Los, rein da, schnell! Helf mir! Amicia! Da drüben ist jemand! Oh nein! Amicia, er sitzt in der Falle! Das ist nicht lustig! Wir müssen weiter! Hey! Das wurde aber auch Zeit! Oh nein! Hey! Hey, was treibt ihr da? Stehen bleiben! Ja, wir treiben die Ratten zu dir! Aber wir müssen hier raus! Amicia! Lass mich nicht! Das kann nicht wahr sein! Hier entlang! Komm! Hätten wir die eigentlich retten können? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Oh nein! Ja, schon die wieder Fackel! Voll wir müssen ohne sie weiter, Amicia! Da geht's schon wieder los. Wo kommen die ganzen Leute bloß her? Da, ein Soldat! Er versperrt uns den Weg! Ich sehe keinen anderen Ausweg. Verdammt! Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn überrumpeln. Hier, nimm das! Was denn? Was hast du denn da Schönes? Was soll ich mit dem Zeug machen? Somnum, du wirst schon sehen. Du musst es vermischen. Okay, Somnium, das ist das da. Eliminiert Gegner ohne Geräusche zu verursachen. Etwa so? Perfekt. Jetzt musst du ihm das Ganze ins Gesicht schmettern. Ist das dein Ernst, Lukas? Gut, ich hoffe, du weißt, was du tust. Wartet hier, ich bin gleich wieder da. Gut, sei vorsichtig. Ah, so, von hinten. Eine Weile. Danke. Das wird uns das Leben retten. Gut, dass sie so gut werden kann. Noch eine Maschine. Die sieht ein wenig
anders aus. Trebuchet. Ja, das weiß ich mit Kuh. Ach, da ist Kuh. Da. Lässt sich das bewegen? Ich versuch's. Ich lasse los. Achtung! Ach so. Okay. Also das musst du machen. Ja. Das ist jetzt irgendwie doof. Schöne Kacke. Denkst du, du kriegst das hin? Ich kann nicht. Warum nicht? Kommt, die Luft ist rein. Ja, ja. Schaffst du das? Unverzüglich. Ach so, wenn ich Halt rufe, dann schwingt's nicht so. Das musst du machen. Schön. Wird gemacht. Na gut, probieren wir es nochmal. Jetzt komm. Komm, Lukas. Komm. Oder bleibt er stehen jetzt? Denkst du, du kriegst das hin? Ich kann nicht, Amicia. Ah. Ach so, ich muss da erstmal. Okay, warte. Jetzt aber. Schaffst du das? Los, Hugo, genau so. Gib her. Gib her den Stock. Okay, jetzt habe ich den Stock. Den sollten wir wahrscheinlich nicht hier schon. Kannst du das übernehmen? Ja. Aufbauen. Hallo. So, dann gehen wir nochmal durch. Da. So viele Ratten. Da können wir uns bei Hugo bedanken. Ich will nur, dass wir hier wegkommen. Ich auch. Na los, gehen wir. Gehen wir uns zu. Wir müssen nur sein. Tja, du? Ach hier, da ist frei. Gehen wir doch mal da lang. Aufrüsten? Ja. Nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Stufe 1 fertig. Und nochmal Feuer. Bin ich nicht scheu, doch diese nicht. Na? Hey, das ist gemein. Ich hab doch drüber gedrückt. Da. So, das muss wahrscheinlich da mal aufrüsten. Ja. Das sieht schon viel besser aus. Dann zünden wir das. Gehen da lang. Und jetzt rüber mit euch. Los.
gut. Der Karren ist mit einer Kette festgemacht. Ich hab Steinchen. Warte, das geht. Ich hab Steinchen. Macht euch bereit. Wir müssen im Licht bleiben. Los, los. Wir halten ihn nicht auf? Nein, lauf. Das gefällt mir aber nicht. Aber es funktioniert doch. Na gut. Es hat wohl ein Soldat. Da könnte ich also noch ein paar herstellen. Auf dem Turm. Sind das etwa... Ja. Tote. Können wir die runterschubsen? Warte mal, was ist dann... Was cool. Das möchte ich natürlich haben. So war das jetzt noch nicht ganz gedacht. Wir müssen noch die Toten darunter schubsen. So. Wieder mit den Steinchen. Aber sie brennen! Sie nicht hingehen. Sie brennen, sie brennen! Na dann. Okay, so weit, so gut. Ich kann nicht. Ach. Amicia, ich fühle mich nicht gut. Was ist denn? Mein Kopf. Die Makula. Er hat Angst. Wir müssen hier raus. Hugo, Hugo, denk an die Frösche. Erinnerst du dich, wie sie herumgehüpft sind? Du bist ihnen nachgelaufen. Na los, wir suchen noch mehr von ihnen. Ja, wir müssen hier raus, Amicia. Das werden wir. Hier muss es doch irgendwo rausgehen. Denk an Frösche, dann gehen die Kopfschmerzen weg. Muss ich mir mal merken. Okay. Jetzt ist ja relativ sicher. Kaum sind die Ratten weg. Das sind aber ganz schön viele. Wir haben keine andere Wahl. Okay. Nur Mut, Leute! Ich weiß, ihr seid müde. Okay, ich weiß, wir sind viel zu wenige. Und ich weiß auch, dass wir alle weit, weit weg von diesen verdammten Ratten sein wollen. Aber das sind unsere Jungs. Sie gaben ihr Leben für England. Was, wenn ihr es wärt? Ihr wolltet doch sicher auch ein anständiges Begräbnis, oder nicht? Oder nicht? Dann los jetzt! Gaien gehört uns! Okay, gehen wir erstmal hier lang. Achso, da können da aber. Und Steinchen. Was war das für ein Geräusch? Niemand da. Seltsam. Okay, dann lieber hier lang. Ich glaube, war der richtige Weg. Was zum Sammeln. Amicia, ich bin so müde. Siehst du, da sind schon wieder Bäume. Ich glaube, wir sind langsam am Ende angelangt. Oh, na, endlich. Das sind aber echt ein Haufen Leichen, Mensch. Wo seid ihr denn her? Seid ihr allein? Achtung! Sag schon, Drecksack. Das ist meine Schwester, Bastard. Jetzt lasst uns gehen. Ihr werdet uns auch nie wiedersehen. Versprochen. Sicher nicht.
Da, wo ich herkomme, werden Plünderer auf der Stelle hingerichtet. Was sollen wir tun? Zu riskant. Hey, und was ist mit denen? Die lasst ihr einfach gehen? Was? Hey! Jetzt! Soldaten, hier gibt es Schwierigkeiten. Lass uns abhauen. Ach, verflixt. Folgen wir ihnen. Genau. Da, da, sie fliehen. Hugo! Lauf! Amicia! Lass mich los! Au! Wo kommt die denn jetzt her?